Waren Sie schon mal glücklich? Ich war schon mal glücklich. Echt? Einmal im Sommer. Oder war es... Nein, warten Sie. Ja, es kann noch Sommer gewesen sein. Vielleicht Anfang Herbst. Aber im Herbst bin ich mehr melancholisch. Na, Sie wissen schon, wenn die Blätter fallen und alles zu Ende geht und es trüb und diesig ist und man immer nasse Füße hat und an den Tod denken muss. Wenn ich an den Tod denke, bin ich nicht glücklich. Nein, ich denke nicht gern an den Tod. Aber im Herbst gehört es ja gewissermaßen dazu und dann ist ja dann auch dieser Feiertag, da gehe ich auch auf den Friedhof, aber glücklich bin ich dort nicht. Die meisten sind ja eher im Frühling glücklich. Na, Sie wissen schon, wenn alles erblüht, neu beginnt und sprießt und die Vögel wieder zu singen anfangen. Aber mich macht das Gezwitscher doch mehr nervös, muss ich sagen. Früh am Morgen vor allem, da ist auch der Lärm gar nicht auszuhalten. Viele verlieben sich ja auch gerne im Frühling, nicht wahr? Und dann sind sie glücklich, für eine Weile jedenfalls. Ich ja weniger, weil ich mich auch nicht so gern verliebe. Ich habe meine Gründe, ich könnte Ihnen leicht einen Vortrag darüber halten. Aber einmal eben, ich glaube, es war 83, kann auch 84 gewesen sein, da war ich, wie gesagt, einmal glücklich. Ein Dienstag war es, das weiß ich genau. Weil ich noch gedacht habe, Dienstag ist doch eigentlich nicht der typische Tag, um glücklich zu sein. Aber es war ein Dienstag. Im Spätsommer, wie gesagt, oder im Frühherbst. Jedenfalls war es heiß und ich habe geschwitzt. Ich erinnere mich genau, dass ich geschwitzt habe. Ziemlich stark sogar, mit Schweißflecken unter den Achseln. Sonst belastet mich sowas ja eher. Man fragt sich dann doch, ob einen die Leute nicht ansehen deswegen. Aber in diesem Moment, sage ich Ihnen, in diesem Moment, da war es mir egal. In diesem Moment habe ich mich darüber hinweggesetzt und mir gedacht, was kümmern mich Schweißflecken, solange ich glücklich bin. Wie gesagt, 83 war das oder 84. Warten Sie, jetzt fällt es mir wieder ein, ich habe es doch aufgeschrieben, in mein Tagebuch. Viel steht ja nicht drin. Aber das war doch interessant genug, um es aufzuschreiben. Schauen Sie, da steht es ja. 28. August 1984. Heute um 16.30 Uhr, kurz nach Arbeitsschluss, auf dem Heimweg vom Büro, war ich für circa 1 Minute und 30 Sekunden ohne besonderen Anlass vollkommen glücklich.